Wir untersuchen, wie komplexe Lebensprozesse in Zellen und in Organismen aus grundlegenden physikalischen Gesetzen hervorgehen. Besonders wichtig ist das Verständnis der räumlichen Organisation von Zellen. Wie kommt es, dass Zellen nicht einfach gut durchmischt sind, sondern räumliche Organisation aufweisen? Die Frage, die wir stellen, ist, welche Prinzipien liegen dem zugrunde? Wir interessieren uns auch sehr für die Dynamik von Geweben, also wie viele Zellen zusammen Strukturen bilden, wie zum Beispiel unsere Muskeln. Aber natürlich auch einzelne Zellen können zum Beispiel Kräfte erzeugen und das spielt eine wichtige Rolle für die Entstehung räumlicher Strukturen. Und dabei spielt insbesondere die Kombination aus mechanischen aktiven Prozessen, krafterzeugenden Prozessen und chemischen Signalen eine Rolle. Meine eigene Forschung beruht ja auch auf der Mächtigkeit der theoretischen Konzepte, die ja in der Physik stark entwickelt sind, aber in der Biologie auch noch weiterentwickelt werden müssen. Konzepte wie Raum, Zeit, Energie, Entropie, die man durch empirische Wissenschaft entwickeln konnte. Und solche Konzepte müssen wir weiterentwickeln, um auch neue Phänomene, die noch nicht gut verstanden sind, tiefer zu ergründen.